Und auch, dass wenn viele Menschen daran zweifeln, dass es doch irgendwie dazu da ist, dass EU bzw. europäischen Länder alle zusammen und friedlich leben. Ich habe gelernt, dass die EU ein kompliziertes System ist, aber durch diesen Besuch wurde es für mich viel leichter zu verstehen. Dafür bin ich dankbar. Ich habe vorher gedacht, dass bei der EU nichts weitergeht und die Gesetze nicht beschlossen werden. Ich habe heute gelernt, dass der Weg zum Gesetz eigentlich viel lang dauert und jetzt verständlich ist, wieso es so lang dauert. Insofern hat es uns gefallen, weil wir einerseits ein bisschen Kultur mitgekriegt haben durch unsere Arbeitsaufträge und andererseits, weil wir eben auch sehr viel von der Stadt gesehen haben. Also sehr viele neue Eindrücke, angefangen mit dem Münster, dann haben wir noch ein Boots dort gemacht und eben die Krönung sowieso ist Parlament. Unter anderem noch unser kleines Gespräch mit der Abgeordneten Bettina Vollert. Dazu können wir einfach nur sagen, urleibend. Ich habe heute gelernt, dass in der EU ganz viele Themen besprochen und behandelt werden und selbst die kleinsten Dinge größte Bedeutung erhalten. Also ich glaube, dass eigentlich wir, oder zumindest die meisten Menschen, die Bedeutung und den Einfluss von der EU vollkommen unterschätzen. Wir profitieren ganz natürlich von den Vorzügen, die die EU bietet, die wir nur durch sie erhalten haben. Aber stellen wir uns die Frage, woher kommt das, dass wir diese Privilegien überhaupt haben? 70 Jahre lang gibt es jetzt einen Großteil von Europa Frieden. So etwas hat es zuvor noch nie gegeben und das ist eigentlich hauptsächlich, eigentlich fast allein in der EU zu verdanken. Und deswegen bin ich ein großer Freund der EU. Und abschließend wollen wir Danke sagen.